Hallo Leute, heute möchte ich euch gerne ein paar Tipps geben, wie euer Nagellack ein bisschen länger und ein bisschen besser hält, auch wie er ein bisschen schöner aussehen kann. Und ja, wenn ihr gespannt darauf seid, dann bleibt bitte dran. Zu mir selbst, also ich habe vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, für ein halbes Jahr mal im Nagelstudio gearbeitet. Und ja, ich hoffe, euch helfen die Tipps und dann viel Spaß beim Video. Als erstes feile ich meine Nägel mit dieser Nagelfeile von Essence. Und kürzen tue ich die einfach mit dieser schwarzen Seite. Ich mache die einfach gerade parallel zu meiner Nagelhaut. Pass auch mal nochmal dichter ran. Also einfach parallel zur Nagelhaut. Und dann feile ich sie einfach gerade. So, wenn die Ecken abgerundet werden sollen, mache ich das mit dieser weißen Seite. Mache ich einfach so eine ganz leichte Abrundung. Aber das war es auch schon. Die anderen Seiten benutze ich nicht. Außer wenn ich mal keinen Nagellack trage, aber das ist selten so. Und eigentlich brauche ich wirklich nur die zwei Seiten. Einmal zum Kürzen, einmal zum Formen. Wenn ich die fertig gefeilt habe, sehen die ungefähr so aus. Normalerweise benutze ich noch so einen Nagelhautentferner. Ich benutze ganz gerne immer den von Butter London, der ist mir aber leider ausgekippt und zerbrochen, deswegen kann ich ihn leider nicht zeigen. Aber das ist eigentlich der beste, den ich probiert habe. Es gibt von Art Deco einen, der ist aber leider nicht ganz so gut wie der von Butter London. Und alle Produkte, die ich erwähne, findet ihr auch in der Infobox, sowie auch einen 5€ Online-Gutschein. Falls ihr daran mal Interesse habt, auf jeden Fall ist der von Butter London wirklich am besten. Ist zwar ein bisschen teurer, aber der wirkt wirklich am schnellsten und am saubersten. Er macht die Nagelhaut entfernt am sanftesten und am saubersten weg. Jetzt seht ihr bei mir schon meine Nagelhaut. Ich habe lange nicht mehr diesen benutzt. Wie gesagt, der ist mir leider ausgekippt, muss ich bald wieder einen neuen kaufen. Aber damit es später wieder schön aussieht, benutze ich einfach ein Nagelöl, das muss man zwar jeden Tag dann aufmachen, aber dann sieht das hier ein bisschen schöner aus. Zeige ich euch dann aber gleich. So, als erstes benutze ich einen Unterlack. Das ist jetzt der Unterlack, der für mich jetzt am besten wirkt, sage ich mal. Der schützt meine Nägel am besten vor Verfärbungen. Und den trage ich hier dann einfach ringsrum auf alle meine Nägel. Der Nagelhärter trägt nicht nur zur Stärkung meiner Nägel bei, sondern ist auch gegen die Verfärbung zum Beispiel von roten Nagellacken. Das schützt halt davor, dass meine Nägel sich ins Gelbliche verfärben. Außerdem trägt sich der Nagellack, der dann halt danach kommt, einfach besser auf. Der wird glatter, da entstehen nicht diese Risse oder diese Unebenheiten. Es wird halt alles viel besser. Und ich finde den Nagelhärter sehr gut, den von OPI. Weil der dann halt wirklich alles macht. Es gibt auch Nagelhärter, die Nägel so ein bisschen spröde aussehen lassen. Das ist aber bei dem nicht so. So. Könnt ihr auch eigentlich nur so tragen, wenn ihr mal keine Lust habt auf Farbe. Nachdem ihr eure Nägel mit dem Nagelhärter geschützt habt, trage ich dann meinen Nagellack auf. Das ist im Moment mein Lieblingsnagellack von Annie. Das ist aus einer limitierten Edition, wenn ich mich nicht irre. Und es ist die 378 Surf the Wave. Das ist so ein ganz hübsches Türkis. Und jetzt kommt der Trick, wie ihr euren Nagellack länger haltbar macht. Und zwar, ihr streift das hier oben erstmal alles ab. Dann tunkt ihr nochmal rein, sodass ihr hier nur so ein bisschen an der Spitze habt. So. Ich zeige das mal an diesem Finger. Und zwar verteilt ihr erstmal einen großzügigen Streifen hier an der Spitze und dann geht ihr einfach nochmal hier rein und verteilt den Nagellack ganz normal, wie es sonst auch tut. Ich fange immer hier in der Mitte an, drücke ihn so ein bisschen runter ans Nagelbett, dann streiche ich von innen nach außen nochmal so entlang. Wiederhole das nochmal bei allen Nägeln. Und wichtig ist halt wirklich immer, dass ihr zuerst die Spitze ausmalt. Das versiegelt den Nagellack und macht den somit haltbarer. Hier zeige ich das euch nochmal an meinem Zeigefinger. Ihr verteilt hier erstmal vorne an der Spitze ein bisschen Lack. Und dann tragt ihr das dann links und rechts auf.
So, wenn ihr eine Schicht fertig habt, kommt die nächste Schicht. Wichtig ist, wenn ihr diesen Nagel hier vorne versiegelt, immer quer. So, beim zweiten Mal müsst ihr das nicht machen. Zwei Schichten sehen immer schöner aus und hält auch besser. Denkt nur daran, dass die erste Schicht immer die dünnere Schicht sein soll, weil dann trocknet der besser durch und dann hält der Nagellack auch länger. Und dann gerne nochmal eine zweite Schicht drüber. Wieder in der Mitte anfangen und nach außen hinweg streichen. Das wiederholt ihr beim ganzen Nagel, bis das alles schön deckend aussieht. So, wenn ihr fertig mit den zwei Schichten seid und ihr merkt, ihr habt dann doch nicht richtig sauber gearbeitet, ich meine, es kann ja immer mal passieren, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Gibt es zum Beispiel auch von anderen Firmen, aber ich habe jetzt gerade den hier, diesen Nail Hands Feeds Nail Polish Corrector von Douglas. Das ist hier so ein ganz normaler Stift, der mit Nagellackentferner getränkt ist und der dann präzise euren Nagellack sozusagen verbessert. Besonders hier am Rand ist es ganz oft so, dass man sich da mal vermalt oder dass man übermalt. Da sind solche Stifte immer ganz praktisch. Gibt es aber auch von anderen Marken. So, danach benutze ich meinen lieblingsten Nagelüberlack. Und zwar ist der von Sechwied. Das ist ein extrem schnell trockener Nagellack. Überlack. Und zwar hat der nicht nur einen super tollen Glanz auf den Nägeln, sondern ja, trocknet eben auch wirklich in Sekundenschnelle. Ihr tragt das einmal auf. Und wenn ihr schon die eine Hand fertig habt, könnt ihr schon den ersten Finger, den ihr angemalt habt, anfassen und dann merkt ihr, wie schnell der trocknet. Stelle ich mir normalerweise über salenail.com, aber den habe ich mir letztens nochmal bei eBay bestellt, weil ich glaube, es war da günstiger, muss man aber mal gucken. Das ist immer unterschiedlich. Mal kriegt man den günstiger, mal nicht, oder bei Amazon kriegt man den auch. Ich kann euch gerne mal die Links unten in die Infobox hinpacken. Also, das ist wirklich ein richtig guter Nagelüberlack. Ansonsten gibt es auch einen noch von Dior, der ist auch schnell trockend, aber wie gesagt, für den bezahlt ihr die Hälfte weniger und der wirkt genauso gut. Nur bei dem müsst ihr halt aufpassen. Also, den könnt ihr nicht mehr länger als ein halbes Jahr verwenden. Aber wer sich oft die Nägel lackiert, der wird schon hier dran seine Freude haben. Aber wie gesagt, der ist von der Textur ein bisschen, von der Konsistenz her ein bisschen dicker, sag ich mal. Deswegen, wenn man da nicht aufpasst, trocknet der immer ganz schnell ein und wird dann fest. Natürlich gibt es Nagellackverdünner, aber ich denke, dann wird der Effekt auch nicht mehr so gut sein. So, und schon ist er trocken. So, als nächstes benutze ich mein Nagelöl. Das ist das Avoplex. Wer noch ein paar Informationen zu diesem Öl und warum das mein Lieblingsnagelöl ist, der kann dann gerne in die Infobox schauen. Ich möchte das Video so kurz wie möglich halten. Also im Prinzip ist es ein Öl, das die Nägel halt sehr schön weich macht. Und Nagelöl ist wirklich, das wird immer vernachlässigt, aber das ist wirklich ein wichtiger Schritt, weil die Nagelhaut ist ja der Teil, der den Nagel darunter, der noch nicht ausgebildet ist, mit Vitaminen anreicht, mit allen möglichen Stoffen, Nährstoffen anreicht. Und wenn die nicht gut versorgt ist, dann wird auch der Nagel, der danach kommt, brüchig und spröde sein. Wenn aber die Nagelhaut schön gepflegt ist, mit einem guten Öl, das immer einmassiert wird, am besten jeden Tag natürlich, dann wird auch der Nagel, der danach kommt, schön hart sein, schön, ja, schön glänzen auch und der wird dann auch nicht mehr so spröde. Also ich merke das auch, sobald ich aufhöre mit dem Nagelöl sozusagen zu arbeiten, dann werden die Nägel auch ganz schrecklich bei mir. So, und dann wird auch diese Nagelhaut bei mir weicher gemacht, sieht alles schöner aus. So, ich zeige euch nochmal das fertige Ergebnis. So sehen dann meine Nägel fertig lackiert aus. Die sind sehr kurz, weil ich muss viel im Haushalt machen und da stören mich ein bisschen lange Nägel. Natürlich hätte ich gern lange Nägel, aber die halten bei mir auch nicht so lange, weil ich, wie gesagt, sehr viel abwaschen muss auch. Und ja,
Wie gesagt, wer mehr Informationen zu den einzelnen Produkten haben möchte, der kann gerne sich in die Infobox klicken. Ich wollte das Video jetzt nicht so lange halten mit Erklärungen, weil eigentlich sollte das ja nur ein Tipp sein, wie euer Nagellack länger hält. Wie gesagt, mit diesem Trick, wie man das aufträgt, dann Unter- und Überlack ist immer ganz wichtig. Und das war's dann auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye bye!